willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich bin euer FireGhost und heute präsentiere ich euch Trails Version an Easter Egg. Und zwar geht ihr auf diese Strecke hier, das ist ein DLC, Rides of the Woodlands und dann auf Wegsmilch Millionär. Da findet ihr einen coolen Easter Egg, wie ich finde. Daher präsentiere ich den euch heute. Ist dann zwar für viele, die vielleicht das kennen, vielleicht ein alter Easter Egg. Ich habe den jetzt erst gefunden. Da ich jetzt auch ehrlich gesagt habe, das Spiel vergessen. Und ja, ich dachte mir so, ist auch mal ein lustiger Easter Egg, den ich euch halt zeigen kann. Und den werde ich halt auch jetzt machen. Und wenn ihr Bock habt, dass ich mal diese ganzen Eichhörnchen, die ihr hier finden könnt, mal euch zeige, wie ihr die findet und wo die hier gibt, dann tue ich das. Und hier müsst ihr auf Y drücken. Und das ist das schon eigentlich alles. Müsste das eigentlich direkt auch kommen? Nee, diesmal nicht. Wenn das natürlich passiert, müsst ihr einfach das nochmal machen. Ihr müsst irgendwie probieren, keine Ahnung, ein bisschen herum. Ich finde es einfach echt cool, daher präsentiere ich euch den. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr davon machen soll, schreibt es mir in den Kommentaren von den Easter Eggs für dieses Game. Ansonsten ist das einzigste Easter Egg für dieses Spiel, da ich das halt übelst lustig finde. Und ja, jetzt halt einfach meine Klappe und lasst euch dieses Lied, was gleich kommt, und halt diesen kleinen Filmchen präsentieren einfach. So, ich hoffe, euch hat der Easter Egg so gefallen wie mir. Jetzt wisst ihr halt, wie der funktioniert. Und habt einfach Spaß dabei, ihn mal selbst auszutesten. Und wir sehen uns einfach bei meinem nächsten Video. Lasst einen Daumen hoch da, abonniert mich und teilt es auch weiter, dass halt andere auch meine Videos sehen. Und ich hasse mein M. das ist schon wieder schlimm, dass auch andere das sehen können. Und ja, meine Videos kommen jeden Dienstag und Samstag raus. Also viel Spaß beim Schauen. Also bis zum nächsten Mal, euer FireGhost und ohne das M, hoffe ich.